Hallo, 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 ihr Lieben. Und willkommen zurück zu Die Sims. Jetzt auch ein bisschen umfangreicher. Die ersten Add-ons sind eingetrudelt. Wir haben jetzt Hot Date, Party Total, Urlaub, blub, blub. Ja, ist alles installiert. Die kommenden Tage werden noch mehr Add-ons kommen. Okay, was machen die alle? Opa schläft. Floppy schläft auch. Dann spule ich mal ein bisschen, bis die aufwachen, der Erste. Damit wir hier auch ein bisschen was machen können. Ach ja, war das wieder eine Fummelei. Das Spiel wollte nämlich erst wieder nicht so, wie ich wollte. Ihr kennt das ja, man installiert was Neues und zack, funktioniert's nicht. Aber ich hab's hinbekommen. Okay. Hunger, Harndrang. Gut, du gehst erstmal aufs Klo. Moment. Hallo, Vika. Hä? Wo ist die Toilette hin? Ich habe doch nur die Add-ons installiert. Wieso ist die Toilette jetzt weg? Weil wir dafür jetzt angenehmere, hübschere Toiletten haben. Okay. Gut, dann kriegt ihr halt hier die hübschere Toilette. Und das Waschbecken ist auch weg. Seht ihr das? Okay. Nee, so rum. So, zack. Okay, die Dusche ist noch da. Was ist noch weg? Die Pflanzen sehen anders aus. Okay, hier ist noch alles da. Okay, dann kann ich aber jetzt auch endlich Hängelampen kaufen, oder? Ja, das ist gut. Hier kommt einer hin. Der Ventilator kommt hier hin. Mir fällt gerade auf, die Lampen sind auch im Badezimmer weg. Okay, dann muss ich noch mal ein bisschen Geld cheaten. Und hier sind die Tapeten weg. Okay. Oh, wir haben coolere Wandlampen. Das ist schick. Fürs Badezimmer nehme ich aber die da. Okay. Und dann gucke ich nach Tapeten. Für Opas Zimmer. Irgendwas Schickes. Wie sieht die aus? Oh! Okay, die ist schon hart. Mhm. Die Tapete nehme ich da jetzt. Nee, das ist Badezimmer. Gefällt mir nicht. Nehmen wir die. Opa, Moment, warte doch mal, Opa. So. Da. 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 Da noch. Komm. Gut. Da, da, da. Okay. Aber ich glaube, Opa hat jetzt gar keine Lampe hier drin, oder? Doch, hat er noch. Vika, geh mal zu Frauchen. So. Okay, ich brauche die Maus. Okay, wo ist... Ich glaube, irgendwo fehlt noch... Tapete.
das ist eigentlich. Das ist ganz nett. Wicker, das Mikrofon ist kein Katzenspielzeug. Ich bring dich mal kurz raus. So. Okay. Dann weiter. Mikrofon wieder in Position bringen. Hier ein bisschen Farbe dran klatschen. Aber ich glaube, hier ist. Da fehlt auch eine Lampe. Ein Floppys Zimmer, ein Schlafzimmer ist auch keine Lampe. So. Opa hat eine, da ist eine. Okay, was gibt's denn noch Neues? Gibt's bessere Sofas? Oh, wir haben mehr Sofas. Endlich mehr Sofas. So. Und der Sessel ist auch weg. Seht ihr das? So. Die? Ne, die gab's schon. Plüschi-Plusch-Sessel. Ui, ist der hässlich. Okay, Essstühle sind noch da. Okay. Gibt's ein schöneres Bett für Opa? Ja, okay, aber da muss er erstmal aufstehen. Opa. Hahn dran. Geh doch mal aufs Klo. Du hast genug geschlafen. Geh mal aufs Klo. Ich will dein Bett verkaufen. Opa. Oh, seine Stimmung ist richtig schlecht. Okay, Floppys Fahrgemeinschaft fährt gleich. So, Opa, du kriegst jetzt ein besseres Bett. Oh, das ist zu riesig. Das sieht doch... Das da? Das gefällt mir besser. Das Bett kriegt er. So, Opa, jetzt hast du nicht mehr ein Kinderbett, jetzt hast du ein richtiges Bett für Erwachsene. Wir brauchen irgendwas, damit die mehr Spaß haben. Was gibt's denn da jetzt Neues? Erholung. Was ist das? Laguna Vista Instant-Teich. Seit über 20 Jahren ist Laguna Vista bereits in den Bereichen Städtebau und Teichdesign sowie Konstruktion tätig. Die unterirdischen Stahlwände, der Bakterienvernichter und der 100 PS Kohlensäuregenerator mit integrierter Pumpe sorgen dafür, dass die Freude an einem unverdorbenen Ökosystem für immer ungetrübt bleibt. Ein perfekter Ort, um bei einem Rendezvous Fische zu füttern oder mit den Kindern Bötchen schwimmen zu lassen. Laguna Vista Teiche. Keine Sorgen, keine Probleme. Was will man mehr? Das klingt ganz gut, aber wohin mit dem Ding? Hier wäre eigentlich so. Aber eigentlich bräuchten wir auch noch einen schönen Pool. Soll ich uns mal einen Pool bauen? Hier würde auch gut passen für den Teich. Ich weiß. Flappy, du sollst nicht so viel cheaten. Doch, doch, liebe Leute. Soll ich. Gibt's den nicht, Motherload?
in Sims 1. Boah, jetzt muss ich so oft Rosebud eingeben, das ist schlimm. Okay, ich zoome mal raus und dann gucke ich mal, wo packe ich denn am dümmsten den Pool hin. Hier so wäre eigentlich ganz nett. Baumodus. Wassertool. So, jetzt kommt der Pool. Ja. Ein wunderschöner Pool. Und weil wir keine fiesen Menschen sind, also ich zumindest, bekommt der Pool sogar eine Leiter. Und ein Sprungbrett. Ja. Dann hat Opa auch wieder Spaß am Leben. Was ist das? Die nasse und verschlungene. Okay, das ist cool. Oh, wer will nicht eine Rutsche am Pool? Das ist sehr cool. Das ist cool. Das gefällt mir. Gibt es auch noch Beleuchtung für den Pool, wie in Sims 2? Nee, sehe ich nichts, aber... Aber das ist cool. Boah, wieso ist dieser Teich teurer als der Pool? Das ist schon hart. Ich meine, das müsst ihr euch mal geben. Es ist nur ein Teich. Und der Teich ist teurer als der Pool. Der kommt. Kann ich den drehen? Der Baum da nervt mich gerade. So. Da. So, dann brauche ich noch ein paar Bäume. Da kommt jetzt ein Baum hin. Das mache ich jetzt richtig hübsch hier. Oh, und schon wieder pleite wegen Bäumen. Lasst mich doch bitte Bäume pflanzen. Bäume tun der Seele gut, liebe Leute. Vor allem, wenn man nicht selber das Laub kehren muss. Deko? Irgendwas, das im Garten auch gut aussieht. Das Rad. Das kommt dahin. Ein Teppich fürs Badezimmer? Ja, komm. Da. Okay, die Bilder machen noch keinen Spaß. Ich wurde darauf hingewiesen, dass in Sims 2 schon die Bilder, das Betrachten von Bildern, den Leuten Spaß gemacht hat, aber in Sims 1 scheinbar nicht. Okay, aber jetzt haben wir alles. Dann gehen wir wieder ins Spiel und dann kann Opa mal erstmal aufs Klo gehen. Okay, Floppy, wie steht's mit dir? Du könntest mal hier den Müll rausbringen und dann das da abspülen und dann Frühstück servieren für alle. Und Opa, du gehst dahin und springst in den Pool und freust dich, weil du jetzt einen Pool hast. Ui, was für eine sexy rosa Buchse. Was los, Opa?
Spaß müsste doch jetzt nach oben gehen. Ja. Das macht dem Opa Spaß. Das ist schön. Oh, das macht richtig gut Spaß. Das freut mich. Ah. Oh, Floppy. Mit Mittagessen wird nichts. Tut mir leid, mein Freund. Du musst zur Arbeit. Sul, Sul. Ja, Sul, Sul. Ciao, Floppy. Oh Gott, mit den schlechten Bedürfnissen auf Arbeit gehen. Hunger, Hygiene, Harndrang. Und Wohnung ist rot? Wieso ist Wohnung rot? Der hat doch ein tolles Haus. Dass ich demnächst mal noch ein bisschen umbauen werde und vergrößern. Vielleicht noch eine Etage mehr. Und Opa schwimmt. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Oh, Plitsche, Platsche, Opa. Plitsche, Platsche, Opa. Ach ja, da hat er Spaß. Das gefällt ihm. Das ist schön. Nee, wir waren mit Opa pinkeln, deswegen ist der Harndrang im grünen Bereich. Ich habe mich schon gerade gefragt, ob Sims in den Pool pinkeln. Ich hoffe es mal nicht. Wieso ist Wohnung rot? Hier ist doch, du hast einen Pool und guck mal, es ist alles schön aufgeräumt. Ich guck mal, ob es vielleicht schönere Küchengegenstände gibt. Oberflächen. Da muss ich erstmal noch ein bisschen Rosebudden. Da kommt das weg. Kaffeemaschine kommt dahin. Und dann machen wir da. Hm, ist das schöner? Ja, ich finde es zumindest schöner. Dann gucke ich mir nochmal die Tapete an. Hm. Der Kühlschrank ist, gefällt mir nicht. So. Hm, jetzt gefällt mir die Wand wieder nicht. Die Tapete. Irgendwas Gemütliches für die Küche. Das Rosa ist schon ganz schön, aber es ist halt rosa. Das hat Küchenflair. So. Ja, jetzt hat es. Die Farbe gefällt mir auch nicht fürs Wohnzimmer. Im Wohnzimmer könnten wir irgendwas Schöneres machen. Irgendwas Freundliches, Schönes. Ich hoffe mal, dass die kommenden Add-ons alle ein bisschen mehr. Die befinden sich alle in der Post. Ich hoffe, dass da ein bisschen mehr Tapete drin ist, die. Ich habe jetzt gerade nichts. Eine Glaswand. Oh, das ist so mega 80er. Da juckt es mich fast in den Fingern, die da hinzupacken. Komm, das machen wir. Zack. Okay, und wieder zu Opa. Opa planscht und hat Spaß. Stahlmuckis und Waschbrettbauch. Opa bekommt einen Körperpunkt. Okay, Opa, aber jetzt ist
Jetzt ist erstmal Zeit für Duschen und dann Mittagessen servieren. Und sich über die neue Küche freuen. Da, die Lampe kommt mal weg. Ist hässlich. Da kommt eine schönere Hängelampe hin für die Küche. Zack. Wo ist mein Rauchmelder hin? Ah, okay, doch, da hängt er. Gut, gut, gut. Rauchmelder ist da. Ja, dann ab in die Küche mit dir, Opa. Beziehungsweise erstmal duschen und dann ab in die Küche. Besseren Fernseher? Gibt's einen besseren Fernseher? Irgendwas Schöneres? Nö. Okay. Unterhaltung, was ist das? Oh, eine Arcade-Maschine. Das ist schon geil. Hätte ich gern. Hätte ich sehr gern. Ah, da schwimmen sogar Fische in dem Teich. Kleine animierte Kois. Also das ist cool. Oh, Wohnung geht extrem nach oben, jetzt wo wir hier ein bisschen alles aufgemöbelt haben. Das ist schön. Oh, der Teppich scheint ihm richtig gut zu gefallen. Ah, das ist schön. Opa geht's gut. Ich freue mich, wenn's Opa gut geht. Denn Opa ist der Beste. Wir lieben unseren Opa. Hat Opa eigentlich schon irgendwelche... Inventar ist leer. Job. Beziehung, Interessen. Reisen. Die 60er. Wetter, Sport, Politik, Geld. Interessant. Wir könnten gleich mal gucken. Oh, Opa hat ein neues Outfit. Schick, schick, schick. Ah, okay, ja. Die neue Tapete gefällt ihm. Also, er scheint sich wohlzufühlen in seiner neuen Küche. Das ist schön. Ich find's auch schön. Ich würde auch direkt einziehen. Ja, es ist alles ein bisschen... Sieht alles ein bisschen aus wie so eine 80er-Jahre-Sitcom, aber es gibt Schlimmeres. Lieber gemütlich als steril, sag ich immer. Wieso schneidet Opa sich? Ich dachte, er hat Kochen 3 Punkte. Okay, dann muss er gleich nochmal später ein bisschen Kochbuch lesen. Ah ja, das blubbert gut. Das blubbert schön. Und es gibt wieder... Kann ich nicht definieren, kann ich nicht erkennen. Sieht aus wie... Das sieht anders aus wie das. Aber es scheint Opa zu munden. Das ist schön. Ich brauche echt noch eine andere Tapete fürs Wohnzimmer. Und ich frage mich echt, was ist das da für ein... Oder glitscht da einfach... Ja, das ist... Das ist, Oh, alles verdorrt. Neu bepflanzen oder einfach löschen? Einfach löschen, komm. Okay, dann wieder zu Opa. Opa spült direkt ab. Dann kann er gleich die Zeitung wegwerfen.
Kann Opa sich jetzt eigentlich neu stylen? Nee, er kann eine Rede üben. Oh, er ihm ist einsam. Okay. Wir können eine Partyveranstaltung, wir können Service anrufen. Reparatur, Feuerwehr, Gärtner, Pizza, Hausmädchen. Okay, wir essen erstmal noch einen Teller. Aber wir könnten in Urlaub fahren, in die Stadt fahren. Wir fahren gleich mal mit Opa in die Stadt. In der nächsten Folge dann. Bis dann, Leute.